gespannt beim Zuschauen. Ich gehe jetzt in die Entspannung, ja? Mir einen Gefallen, ist gar nicht böse gemeint. Nicht nur so ein bisschen verbal und stellt euch hin und guckt zu, aber dann wäre ich dankbar, wenn ihr ein bisschen Ruhe einkehrt. Danke euch! I struggled a long time to actually find myself. Like when I was younger, I wanted to be cool, I wanted to be a gangster. Later on, I wanted to be a punk, and I was a punk. Let's say I was also like political and radical, to be honest. I had 3.5 years of court and nearly went to jail for 50 months. It ended in something which didn't help this world. Freediving is helping me to relax, to actually forget for a certain amount of time everything what's happening around me. Einatmen. Weiter atmen. Und nochmal durchfädeln. Richtig durch. Den einen Arm durchfädeln und dann nach oben auföffnen. Machen wir jetzt Yoga. Stretching. Geht das noch? Weiter atmen. Geht noch ein bisschen. Und noch. Einatmen und ausatmen. Nicht so doll pressen, einfach weiteratmen. Alexa, spiel gute Laune Reggae-Musik. Lass die Schuhe an, wenn du möchtest. Lass die an, wirklich, lass an. Ja, mach mal ehrlich. Wir haben viel zu lange nicht mehr gequatscht, Alter. Nee, haben wir tatsächlich. Du hast das Felix alles erzählt, aber ich weiß von nichts mehr. Für welchen Rekord jetzt? Für Guinness World Record im Tieftauchen unter einer geschlossenen Eisdecke. Okay. Ja, er hat dich vorbereitet. Welche Entfernung war das? 70 Meter. Okay. Tiefe. Tiefe? Tiefe? Ach, gar nicht, ich dachte jetzt unter der Eisfläche entlang. Nein, Mann, ich mach Tieftauchen 70 Meter. Ach so, okay. Du dachtest Strecke. Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gedacht. Also Strecke 70 Meter, Alter. Da lache ich mich ja tot, ey. Eine Tiefe. Ja, deswegen konnte ich das. Das sind okay. Strecke 140 Meter. Mindestens. Okay. So, also, dann habe ich den Rekord, aber ich muss hoch und runter. Cheers, Bro. Wow. Ja, dann darf man nicht so gehen. Ja. Mögen alle mehr Jungfrauen mit dir sein, Mann. Vielleicht finde ich da unten einen, aber ich habe mir schon gesagt, wenn ich einfach mal so tief tauche, dass ich eine Meerjungfrau sehe, dann weiß ich, ich muss wieder auftauchen. Nicht unten bleiben. Nicht unten bleiben. Es war jetzt wieder 60, weil jetzt nachher machen wir das Tiefe. Aber beschissen geschlafen, nicht gut gegessen, bin morgens aufgestanden und dachte so, Scheiße, läuft nicht so, ne? Mhm.
und auch nicht so entspannt und na, trotzdem lief es gut. Und wir sind, passt alles, Vibes sind gut. Die Vibes sind gut, es passt alles. Ich sagte, wie es ist, ich hatte ein bisschen Stress mit meiner Freundin und so, die kommt auch nicht. Und so. Ah, kommt sie nicht? Nee. Okay. Das war jetzt ein bisschen mein Fuck, ey. Aber erstmal richtig, also Konstantin ist super, der macht es super. Scheiße, Mann. Das war völlig krank, Alter. Das machen wir nicht nochmal so dunkel. Das war viel zu dunkel, Mann. Alter, das war ja völlig krank, Mann. Willst du es wissen? Ja. 74,8. Wie kann das sein? Das sag ich. Wir sind hier tiefer als wir. 74,8. Wir haben jetzt 30 Kilo Grundgewicht. Das kann sein, dass es durch. Ich war 75 Meter quasi tief, Alter. 2 Minuten war ich unterwegs. War gut? Ja, das ist nicht so lang. Du warst schnell oben. Das ist genau wie berechnet, Alter. Ich sag euch, wie es ist. Jetzt ist mir morgen auch egal. Ich hab's schon gemacht. Das war krass. Selbst wenn ich morgen sage, sorry, aber ich hab's schon gemacht. Es macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied mehr im Ganzen. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber ich denke mir, es gibt so Sachen im Leben, wie so eine Situation, die jetzt entstanden ist, die echt da gar nicht geht. Also wirklich jetzt. Und es ist jetzt gerade passiert, unter widrigsten Umständen. Und es war einfach für mich fucking intensiv. Deswegen finde ich, das ist meiner Meinung nach das Ding, was wir hier geplant haben. Und es ist gerade passiert. Und morgen machen wir es nochmal. Geil.